Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Die Alternative für doch nicht in Mecklenburg-Vorpommern macht eine kleine Wahlparty und freut sich, dass das Fernsehen dabei ist. Oder doch nicht? Zu unserer Überraschung wollen die einen auf keinen Fall auf ihrer Wahlparty zu erkennen sein, andere sind erfreut über Aufmerksamkeit. Die hier, Petra Federau, ist ja die Landesgeschäftsführerin der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Und zeigt sich doch eigentlich ganz gern bei Facebook, zum Beispiel beim Frühsport. Und sie schießt auch mal gegen Asylbewerber, verbal. Wir holen uns nicht nur die Religionskriege, sondern auch alle Krankheiten der Welt ins Land. Ist das etwa rassistischer Vollquatsch? Das wird sie ja jetzt klarstellen. Oder doch nicht? Ich wollte Ihnen auch die Gelegenheit geben, sich nochmal zu Ihren Facebook-Einträgen zu äußern. Was sagen Sie denn? Für die Gelegenheit, aber ich möchte mich nicht äußern. Also doch nicht. Oder nicht doch? Wir wollen gerade gehen, da werden wir wieder hereingebeten. Interview Versuch Nummer 2. Doch dann... Gut, dann, also Sie bleiben dabei, ich nehme die Aussage von eben dann, ja? Ja, so sind sie bei der Alternative für doch nicht, oder? Petra Federau mit Versuch Nummer 3. Die falschen Worte. Ich bin Bürgerin, ich bin eine einfache Bürgerin. Ah, doch nicht Politikerin. Würden Sie das Ganze im Facebook nochmal so schreiben, so veröffentlichen? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Nee, im Leben nicht. Oder etwa doch? Wenn's dem Nachmittagsfernsehen zu langweilig wird, dann machen wir halt mal federfieses Fernsehen. Wir suchen den schönsten Hahn des Nordens. Kikuriki! Und drehen dann schön durch. Schicken Sie uns Ihr schönstes Hahnfoto. Allerdings einige Zuschauer, die haben das ein bisschen falsch verstanden. Nee, die haben bloß keinen Bock auf euren Hahnwahn. Denn am Ende gibt's was auf den Teller, sie hahnen es. Hähnchenbrust und Bacon. War sonst noch was? Ach ja, Gregor Gysi hat Angst vor einer Maut auf allen Straßen. Eins sage ich Ihnen, Herr Schäuble, wenn das je passieren sollte, muss ich Ihnen ein bisschen drohen. Dann werde ich mit allen Mitteln versuchen, die Straße zu kaufen, in der Sie wohnen. Und dann wird das für Sie sehr teuer, wenn Sie nach Hause wollen. Und außerdem benenne ich dann die Straße um. Und es wird Ihnen am peinlichsten sein, immer schreiben zu müssen, dass Sie zum Gysi Nummer 1 wohnen.